bin unterwegs auf dem Overnighter, einmal quer durch den Harz mit Biwak. Was ich auf so einer Tour dabei habe, verrate ich euch im Video. Viel Spaß dabei. Das Setup, so wie ich es euch heute zeige, nutze ich besonders im Herbst und im frühen Winter bei Nachttemperaturen bis leicht unter den Gefrierpunkt. Ganz wichtig dabei, drei Kriterien, wonach ich meine Ausrüstung auswähle. Das ist leicht, funktional, aber trotzdem robust. Verpackt habe ich das Ganze in einem Gossamer Gear G420. Das ist ein ultraleicht Rucksack mit 42 Litern Volumen und einem Eigengewicht von nur ca. 700 Gramm. Gefertigt ist der aus Nylon, ist nicht hundertprozentig wasserdicht. Wie ich meine Sachen vor Regen schütze, zeige ich euch gleich. Schauen wir uns das Ganze mal an. Dann hat er ein großes Hauptfach, wo eigentlich mit so einem Rollverschluss alles drin verschlossen ist. Dann ganz wichtig, das ist für mich ein absolutes Muss bei so einem Ultraleichtrucksack für Touren, ist so ein großes Meshfach, wo man schnell Sachen reinpacken kann, die man jederzeit braucht. Dann habe ich hier oben noch ein kleines Zusatzfach für Kleinkram sowie zwei große Seitenfächer für Trinkflaschen oder Co. Alternativ kann man dort auch Zeltstangen unterbringen. Ebenfalls ganz praktisch an dem Rucksack sind die beiden kleinen Fächer an der Hüftgurt. Hier packe ich gerne Kleinkram rein oder einen Snack, wo ich jederzeit ran will, ohne den Rucksack abzusetzen. Wie ich schon sagte, ist mir Gewicht besonders wichtig. Der Rucksack wiegt jetzt so, wie hier er steht, Basisgewicht ca. 5,8 Kilo. Mit Verpflegung für einen Overnighter mit komplett Getränken und Co. bin ich ca. bei 8,2 Kilo. Das ist schon sehr leicht, ist nicht wirklich im Ultraleicht-Segment, auch wenn ich einiges an Ultraleicht-Ausrüstung dabei habe. Noch nicht alles, aber das ist doch schon ein sehr angenehmes Gewicht für eine längere 2-Tagestour oder auch 3-Tagestour. Da kann man schon sehr entspannt mitlaufen. Wie ich schon sagte, vorne in das Meshfach packe ich alles das rein, was ich jederzeit schnell erreichen will und was auch durchaus mal nass werden kann. Dann habe ich oben immer gleich griffbereit natürlich die Regenjacke. Das ist eine Montane Minimus. Nutze ich auch zum Fahrradfahren, zum Wandern. Kann man wunderbar drüber ziehen, dann drunter eine Isolationsjacke. Und dann ist man für Herbst sehr gut gerüstet. Bin übrigens dann meistens in der Jacke hier unterwegs. Das ist eine Arc'teryx Proton LT. Sehr angenehme, sehr textile Jacke. Sehr atmungsaktiv, trotzdem bei gleichzeitig geringem Gewicht und einer guten Wärmeleistung. Ich bin richtig begeistert von der Jacke. Ziehe die auch gerne in den Bergen an oder halt eben auch bei Wanderungen zu dieser Jahreszeit. Schauen wir uns weiter an. Dann habe ich hier einmal Klopapier, ein bisschen Desinfektionsgel und ein paar Mini-Handtücher, die man mit ein, zwei Tropfen Wasser in kleine feuchte Lappen verwandeln kann. Das hat man dann auch immer gleich griffbereit. Dann geht das weiter natürlich abends fürs Lager. Als erstes eine TLD Polycryo und Zeltunterlage mit ca. 40 Gramm unschlagbar leicht, trotzdem sehr robust. Die nutze ich mittlerweile schon das ganze Jahr. Da ist noch kein einziges Loch drin. Dann ein Sitzkissen, gerade in der kälteren Jahreszeit, wenn man sich mal auf Steine setzt oder sowas, sehr angenehm. Kann man sich einmal auseinanderklappen. Wird sicherlich nicht ewig halten, aber nehme ich immer mit. Dann, gerade auch wenn ich nicht weiß, wie die Gewässerversorgung unterwegs ist, habe ich meinen Katadyn B3 mit dabei, um mir bei Bedarf mit einer 0,6 Flasche auch nochmal Wasser zu filtern. Grundsätzlich habe ich immer ca. 1,5 Liter so mit dabei. Dann gucke ich so ein bisschen, ob ich unterwegs was finde, auch mal in einer Gaststätte oder Supermarkt. Ansonsten natürlich irgendwo an einer Quelle. Das war es eigentlich schon das, was ich hier in dem Meshfach habe. Dann geht das weiter an der Seite. Wie ich gerade sagte, ich habe ca. 1,5 Liter an Getränk mit dabei. Dann nehme ich einfach so eine ganz normale PET-Flasche. Hier war mal Orangensaft drin. Die wiegt fast nichts. Wichtig, mit einer größeren Öffnung, da kann man sich auch mal Carbopulver relativ einfach reinfüllen. Und die kann man sehr gut wiederverwenden. Auf der anderen Seite habe ich das Fach noch leer. Hier packe ich sonst auch mal noch eine zusätzliche Trinkflasche rein oder wenn ich mir unterwegs irgendwas kaufe. Die habe ich beim Overnighter immer noch frei. Der Rucksack ist insgesamt
gar nicht komplett voll bepackt. Also hier kann man, wenn man bei der einen oder anderen Ausrüstung noch optimiert, durchaus auch was für mehrere Tage unterbringen. Wie ich schon sagte, hier in den Seitenfächern habe ich die Dinge, die ich schnell griffbereit haben will. Bargeld, EC-Karte, Versichertenkarte. Auf der anderen Seite habe ich meine Elektronik. Das schauen wir uns gleich weiter im Detail noch an. Und dann kommen wir auch schon zum Hauptfach. Ich habe hier so einen Rollverschluss. Und dann ist einfach nur wichtig, dass man sich da drin ein bisschen seine Ausrüstung organisiert. Mit einzelnen Drybags und Co. Ganz oben habe ich meine Küche. Wird der eine oder andere weitestgehend schon kennen aus einem meiner Bikepacking-Packlisten-Videos. Hier allerdings tatsächlich nochmal etwas abgewandelt. Ein bisschen leichter nochmal. Dann habe ich hier natürlich immer meinen Ständer für die Gaskartusche mit dabei. Falls man nicht einen ebenen Untergrund hat, dann geht das natürlich weiter mit meinem Kocher, mit einer elektrischen Zündung. Zusätzlich natürlich immer ein paar Streichhölzer noch. Dann eine 100 Gramm Gaskartusche, die reicht locker aus. Kleinen Schwamm, Spork, dann neueste Hightech-Gadget. Einen selbstgebastelten ultraleicht Becher mit Isolation, 20 Gramm, kaum zu schlagen, richtig praktisch. Habe ich mir aus so einer 5-Minuten-Terrine gemacht und Resten von einer Isolationsfolie für die Windschutzscheibe. Dann ebenfalls ganz wichtig, Windschutz, gerade in der kälteren Jahreszeit bringt das doch schon enorm. Und dann kriegt man doch das Wasser schneller warm. Kleinen Lappen und der Topf hat 800 Milliliter, mehr brauche ich dabei nicht. Falls ihr euch fragt, wie koche ich jetzt mein Essen, dann geht das nämlich gleich weiter. Habe ich jetzt schon mehrfach genutzt. Ebenfalls do-it-yourself, ein Cozy Bag. Ebenfalls aus einer Schutzfolie für die Windschutzscheibe. Da kommt eine erhitzbare Tüte rein mit zum Beispiel Kartoffelpüreepulver etc. Dann kann das Ganze mit dem kochenden Wasser aufgegossen werden. Man verschließt das, kann da drin durchziehen. Fertig. Dann habe ich ebenfalls griffbereit mein Erste-Hilfe-Set. Da ist alles mit dabei. Verbandszeug, Pflaster, verschiedene Arten von Tabletten, Desinfektionsspray, also auch Wunddesinfektionsspray, Zeckenzange und Co. Dann geht das weiter mit dem nächsten Drybag. Das hier ist ein Sea2 Summit Nanosil Drybag. Ich nutze die ganz gerne. Sind schön leicht. Und dann kann man auch dadurch, dass die so leicht transparent sind, immer auch gleich sehen, was drin ist. Dann habe ich hier alles an Klamotten drin. Im Herbst, Winter nehme ich immer ein paar Merino-Handschuhe hier von Icebreaker mit. Wichtig ist mir dabei immer, dass ich damit auch das Smartphone bedienen kann. Wiegen 44 Gramm. Die kommen immer mit. Dann geht das weiter mit einem langen Merino-Unterteil. Ziehe ich nachts zum Schlafen an oder falls es spontan sehr kalt werden sollte, dann kann ich das auch noch unter die Jacke ziehen. Alternativ einen leichten Fleece-Pullover von Decathlon, 10 Euro, kann ich immer nur empfehlen. Und dann noch ein paar Socken zum Schlafen, ganz wichtig immer, nicht mit den feuchten, vielleicht durchgeschwitzten Socken von der Tageswanderung in den Schlafsack, dann habt ihr ratzfatz kalte Füße, also ein paar trockene Socken solltet ihr immer dabei haben. In dem nächsten Drybag, ebenfalls auch wieder einer von Sea2 Summit, da habe ich alles an Lebensmitteln mit dabei. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist euch so ein bisschen selbst überlassen, was ihr euch da mitnehmen wollt. Also Frühstück, Abendessen, Kaffee, alles das, was man vielleicht so haben will für einen Overnighter. Dann geht das auch schon weiter mit meinem Kissen. Braucht nicht jeder. Ich finde es immer wieder praktisch. Habe keine Lust, mir dann abends die Klamotten in so ein Drybag reinzustopfen. Ich finde ich meistens nicht allzu bequem. Dann nehme ich die 78 Gramm gerne in Kauf. Dann geht es weiter mit dem Schlafsack. Nicht wundern, warum der hier oben halb offen ist. Ich hatte eben keine Lust, mir den ganz da reinzustopfen. Natürlich ist er sonst richtig verschlossen. Ganz wichtig habe ich mir im Herbst immer mit dabei. Ein Schlafsack Inlet oder Inlay. Hier von Sea2 Summit, den Thermolite Reactor. Und dann den eigentlichen Schlafsack, ein Down-Schlafsack mit einer Komforttemperatur von minus einem Grad. In Kombination mit einer guten Isomatte und einem Biwakzelt reicht das locker aus, sodass man auch bis unter den Gefrierpunkt gehen kann.
ohne dabei allzu viel Klamotten auch drin anzuhaben. Den hole ich jetzt allerdings hier nicht weiter raus. Falls es, wie gesagt, regnen sollte zu sehr, dann nehme ich noch ein Rucksack-Inlet mit, auch aus Polycryo, wiegt ca. 40 Gramm, sieht aus wie eine große Frischhaltetüte. Die packt man, kleidet man komplett innen dann vom Rucksack aus und dann bleibt da drin wirklich alles hundertprozentig trocken. Dann habe ich mit dabei mein Airlight-Towel von C2Summit, ultraleicht, Handtuch, ca. 50 Gramm. Reicht vollkommen aus von der Größe, so dass man es sich um die Hüften schlagen kann. Als Unterschlupf habe ich hier mein Snackpack Stratosphere. Wiegt circa gut ein Kilo, gibt es natürlich leichtere Dinge. Ich finde das gut bei dem, der ist sehr, sehr robust. Da muss ich mir keine großen Gedanken über Durchstiche oder sonstiges machen. Den kann ich schnell zusammenrollen, wieder reinpacken. Darin sind die Stangen, ein paar Heringe. Das reicht vollkommen aus, zusammen mit der Zeltunterlage. Ist das richtig praktisch, auch ein guter Feuchtigkeitsschutz dann natürlich von unten. Apropos unten, dann geht das weiter natürlich mit der Isomatte, ganz wichtig. Die falte ich mir immer zusammen und kleide damit die Rückseite des Rucksacks aus. Dann ist das Ganze nochmal ein bisschen stabiler und ist auch besser zu packen, als wenn man sich die einrollt. Als Isomatte nehme ich, falls es nicht zu kalt ist, immer meine Thermarest X-Lite mit in der Größe Regular Wide. Ich bin eher ein Freund davon, ein paar Zentimeter mehr in der Breite zu haben, als bei der Standardbreite von 51 Zentimetern. Wenn es sehr kalt sein sollte, nehme ich auch gerne mal meine Xterm mit. Die ist natürlich mit einem R-Wert von ca. 7 nochmal deutlich wärmer, wiegt nochmal gut 150 Gramm mehr. Aber prinzipiell seid ihr mit einer Isomatte vom R-Wert von 4 aufwärts schon gut gerüstet für diese Jahreszeit. Da drin in dem Pumpsack, den ich natürlich immer mit dabei habe, habe ich dann auch noch Flicken für die Isomatte. Dann gucken wir in das kleine Fach hier oben, da habe ich noch ein bisschen Kleinkram drin. Einmal ein Schlauchtuch, braucht man immer mal. Maske braucht man leider mittlerweile auch immer. Dann ein Mini Leatherman mit Messer, Zange und Co. Und dann ein paar Zahnpflege-Kaugummis. Für eine Nacht habe ich mittlerweile davon abgesehen, mir extra Zahnbürste und Co. mitzunehmen. Das ist euch überlassen. Ich habe hier oben mal ein Video zu gemacht zum Thema Hygiene on Tour, wie man trotzdem super leicht unterwegs sein kann mit Zahnpasta, Tabletten und Co. Dann war es auch schon das, was ich hier drin habe. Dann habe ich noch mein kleines Fach hier mit Elektronik. Da habe ich drin eine kleine 5000 mAh Powerbank. Die reicht mir für eine Nacht als Reservestrom immer aus. Ich brauche die nicht zwingend, aber 5000 habe ich schon ganz gerne mit dabei. Allerdings auch eigentlich nur fürs Handy. Dann habe ich hier so ein Mini-Ladekabel fürs iPhone. Ersatzakkus für die GoPro. Und natürlich meine Stirnlampe. Die habe ich mir jetzt noch mal ein bisschen gepimpt mit alternativen Schnüren. Die Nightcore NU25. Ich finde die total genial mit Rotlicht. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Wiegt in dem Setup gut 30 Gramm. Richtig cool. Und dann noch eine Aufstecklampe für die GoPro, wenn es dunkel ist, damit ich vernünftig filmen kann und ihr auch was davon seht. Das war es eigentlich auch schon, wie ihr seht. Echt nicht viel, was man braucht für einen Overnighter zu Fuß. Auch wenn man mal längere Strecken laufen will, dann ist man mit den Dingen total leicht unterwegs. Gleichzeitig sind diese auch sehr robust und funktional. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen dabei, falls ihr auch überlegt, loszuziehen. Dankt mich fürs Zuschauen und für ein Abo auf meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.